Seit 2 Jahren sind wir mit unserem Wohnmobil auf der Panamericana unterwegs, von Argentinien bis nach Alaska. Aktuell sind wir in Kanada. Einen ganzen Monat haben wir in Vancouver verbracht. Und jetzt geht es endlich weiter mit dem großen Ziel, hoffentlich bald in Alaska anzukommen. Alina war ja ein paar Wochen in der Heimat, zurück in Deutschland, und jetzt ist sie wieder da. Endlich, ja. Wir haben ja mittlerweile einige Zeit in Vancouver verbracht und die Stadt ist richtig schön. Wir haben die Zeit genutzt und haben ganz viele Cafés und Restaurants und Geschäfte ausprobiert. Vancouver ist einfach eine Stadt mit sehr viel Lebensqualität. Aber heute haben wir auch Vancouver verlassen und sind schon Richtung Norden gefahren. Die nächste Ortschaft von hier heißt Squamish und die ist nicht mal 1 Stunde von Vancouver entfernt. Wir sind also gar nicht so abseits, wie es den Anschein macht. Und trotzdem haben wir hier diesen wunderschönen einsamen Stellplatz gefunden. Wäre schön, Alina, oder? Oh ja, es ist so schön, wieder in Kanada zu sein und einfach diese richtige Natur zu sehen. Das ist irgendwie voll der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland hat man halt einfach voll viele Menschen und hier in Kanada ist halt einfach irgendwie Kanada, ne? Ist ja. Kanada. Hier vorne am Stellplatz haben wir so einen schönen Bereich für uns. Wir sind aber auch nicht so weit vorgefahren mit dem Van, weil das hier alles so ganz loser Sand ist. Beim Reinfahren sind wir schon ein bisschen durchgedreht. Da hinten sieht man's. Ich hoffe, dass wir hier gut wieder rauskommen. Sehen wir dann morgen. Und ein Nachteil hat der Platz hier noch. Wir kommen nicht bis zum Wasser. Der Platz ist zwar direkt am Fluss, aber hier geht so 2 Meter runter und die Strömung ist auch relativ stark. Baden würde ich hier jetzt nicht. Nee, wir müssen einfach schauen, dass wir vielleicht in diese Richtung laufen oder in diese Richtung. Und vielleicht haben wir dann Strandzugang oder so. Ja, das wäre cool. Aber gucken wir morgen mal, oder? Ja. Es war total cool, wieder in Deutschland zu sein, nach knapp 2 Jahren wieder in die Heimat zurückzukehren und dann die Unterschiede festzustellen. Es hat sich so viel verändert, dass unvorstellbar, richtig krass. Und was mir halt auch total aufgefallen ist, man geht in den Supermarkt und es ist auf einmal alles günstig, weil man halt USA und Kanada gewohnt ist und keine Ahnung, da musste man sich schon zügeln beim Einkaufen, muss ich sagen, weil man das alles so als richtig günstig empfunden hat. Und jetzt wieder in Kanada, das ist ein kleiner Nachteil, geht man in den Supermarkt und möchte schon fast weinen, weil alles so teuer ist. Aber ja, insgesamt war Deutschland echt wieder schön zu sehen. Und happy, dass ich jetzt filme. Ja, deutlich einfacher als alleine. Ständig Stativ umstellen und alles, oh ja. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es voll stressig ist. Es hat gerade angefangen zu regnen und das ist was richtig Gutes, denn aktuell gibt es hier in Kanada, hier auch im Umraum, so viele Wildfire und man riecht das auch den ganzen Tag, dass irgendwas brennt, aber das kommt von den Wildfiren und Regen wäre da tatsächlich jetzt ein Segen. Ist zwar noch ein bisschen wenig, aber hoffentlich kommt da hinten noch ein bisschen mehr runter. Das wäre richtig gut. Thank you.
Wir hatten hier eine sehr ruhige Nacht. Alle anderen, die gestern Abend noch hier waren, sind auch schon gefahren. Gestern Abend sogar noch. Also wir waren wirklich komplett alleine hier. Es hat auch die komplette Nacht durchgeregnet. Ich hoffe, dass damit alle Wildfire in der Gegend ausgemacht wurden. Das wäre echt gut. Und guckt euch mal heute Morgen die Berge an mit den Wolken. Das sieht so schön aus. Ich habe wundervoll geschlafen, vor allem weil ich in Deutschland die Zeit über, die ich da war, einfach ein mega Jetlag hatte und ich konnte mich an die deutsche Zeit überhaupt nicht gewöhnen. Bin immer so, keine Ahnung, 5 Uhr nachts schlafen gegangen, es ging einfach nicht anders. Und hier angekommen, wieder komplett normalen Zeitrhythmus drin gehabt, das ist richtig cool. Aber was mir heute Morgen aufgefallen ist, da hinten seht ihr das, gestern haben wir da hinten hingefilmt. Und da war so eine Sandbank und die sieht man jetzt gar nicht mehr. Also rechne damit, dass das Wasser ungefähr um 1/2 Meter angestiegen ist. Das ist krass. Also ich glaube, man muss richtig aufpassen, wo man sich mit dem Auto hinstellt. Gut, dass wir hier so weit oben stehen. Weil ich glaube, sonst hätte uns das Wasser echt erwischt. Ah, gibt es wieder Brot heute. Yes, kann endlich meinem Hobby wieder nachgehen. Brot backen. Ja, ich hoffe mal, der Sauerteig hat überlebt. Mal gucken, wir werden sehen. Hier direkt neben unserem Stellplatz, also da hinten stehen wir, sind überall auch hier so ein paar kleine Buchten, wo man auch stehen kann. Hier haben gestern Abend die anderen gestanden. Das ist auch ein schöner Platz, sind nur schöne Plätze hier, aber man kommt auch nicht direkt ans Wasser. Na, ich glaube, Baden ist für uns eh raus. Es ist echt kalt geworden mit dem Regen. An dieser Stelle möchten wir uns sehr gerne beim Sponsor dieses Videos bedanken und das ist Captain & Son. Wir möchten euch gerne den neuen Backpack von Captain & Son vorstellen. Das ist der Lisbon Backpack. Mit dem bin ich von Deutschland nach Kanada geflogen. Der Rucksack hat Maße von einem Handgepäckstück, was für mich mega praktisch war, weil ich bin nur mit Handgepäck geflogen. In den Rucksack passen 25 Liter rein. Man kann es aber auch noch erweitern auf 30 Liter, was ich extrem cool finde. Das Material ist kratzfest und wasserabweisend. Ich hatte ja beim Fliegen ja wirklich alles in dem Rucksack drin. Vakuumpumpe drin, ein AGR-Ventil, eine Drehmühle dabei. Cool. Es ist ein Rolltop, aber man muss nicht obenrum alles rauskramen, sondern man kann es wie so ein Backpack eigentlich hier von hinten aufmachen und kommt dann alle Sachen dran. Voll das Schweizer Taschenmesser unter den Rucksäcken. Und du hast hier nochmal so eine Unterteilung. Also hier Ordnung zu halten ist mega einfach. Laptopfach hat es ebenfalls. Das finde ich richtig cool. Ich finde die Schnallen hier cool. Ach, die Karabiner, gell? Ja. Es hat hier vorne noch ein richtig großes vorderes Fach. Da ist natürlich auch noch meine Haarbürste drin. Hier ein Flüssigkeitsbehälter. Das Flugzeug, ja. Genau, ja. Und das kannst du hier ganz einfach hier so abmachen und dann hier wieder dran schnallen. Na, dreh dich mal um. Und den Link zu dem Backpack findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und jetzt weiter mit dem Video. Wir hatten schon Probleme beim Reinfahren, haben uns aber gedacht, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber um ehrlich zu sein, haben wir den Sand hier so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also ich hoffe, wir kommen hier wirklich gut raus. Go, go, go! Mist. Ach. Ja, 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 ja! Yes! Ich glaube, das sind die Ultra-Reifen. Die machen den Unterschied einfach. Wow, nice, nice, nice! Cool, cool. Mit unseren alten Reifen hätten wir es nicht geschafft. Nee, also es hat sich eben auch schon so angefühlt, als wären wir gleich fest, aber es hat gerade so geklappt. Super, so gut. Richtig gut.
Leute, wir sind überglücklich, dass es endlich weitergeht. Es geht für uns jetzt endlich nach Alaska, Mann. Ja, aber es sind noch ein paar Kilometer. Es sind richtig viele Kilometer. Und als erstes müssen wir erstmal tanken und einkaufen, damit wir die nächsten Tage jetzt richtig Strecke machen können. Und ja, ich bin echt gespannt, weil die Strecke soll wunderschön sein. Ganz viel Wald drumherum und richtig einsam, ne? Ja, aber erstmal eine Tankstelle finden. Oh, ja. Der blinkt schon. Okay. Verrückt, was man hier bezahlt, gern Sprit. Ja, und die das pro Tag. Die Entfernungen sind halt so unfassbar weich. Ja, das verballern wir allein heute, ne? Sehen wir dann. Gut geschätzt, oder? Ja, stimmt. 120 haben wir eingegeben. Ja, guck mal, da hat ein Jeep hinter. Oh, wow, hinter stimmt. Der zieht einen Jeep da hinten dran. Oh Mann, ey. Das würde ich auch gerne machen. Cooler Typ. Ein sehr, sehr enttäuschender Einkauf, muss ich sagen, weil, ich weiß nicht, ich war noch nie in so einem schlechten Brummer drin. Er hatte voll die schlechte Auswahl und kein frisches Obst und Gemüse. Ja, gar nichts frisch. Gar echt. Nichts, ja. Deswegen müssen wir noch mal einkaufen gehen. Das ist so ärgerlich. Ich habe gerade mal auf der Karte geschaut und das sind tatsächlich knapp 30 Stunden, die wir fahren müssen, um bis zur Grenze nach Alaska zu kommen. Ich finde, das ist so viel, oder? Das ist unfassbar viel. Wie viele Kilometer sind das? Ich glaube so 2800 ungefähr, so im Schnitt. Kommt drauf an, weil ich glaube, wir werden noch ein paar Umwege machen, wenn wir uns ja auf dem Weg ja noch ein paar Sachen angucken möchten. Deswegen, es ist einfach so viel Strecke und so viel Fahrzeit. Aber wir wollen trotzdem schon relativ schnell unterwegs sein, natürlich einige Sachen mitnehmen. Aber ich habe einfach so Bock auf Alaska gerade, gell? Ich auch. Ich freue mich so sehr darauf. Das muss so schön sein. Ja, schaut euch einfach mal den Wald an. Da sind einfach so viele Bäume überall. Überall. Es hört nicht mehr auf. Überall so viele Bäume. Wow. Das sieht cool aus, ha? Alles so türkis in Kanada, ne? Ja. Wahnsinn. Hier ist ein Stellplatz. Ja, ich weiß nicht, geradeaus oder hier rechts. Nicht sicher. Ich glaube da lang, ne? Meinst du da lang? Ne, ich glaube tatsächlich schon da lang. Okay. Ach, sieht schön aus. Ja. Guck mal, so. Ist okay, finde ich, oder? Ja. Ist relativ gerade, oder? Die geradeste Stelle, die es hier gibt, denke ich. Yes. Ich denke auch. Hey, Stellplatz gefunden. Es regnet, finde ich gerade richtig angenehm. Das hier wird ein Aussichtsplattform oder sowas sein. Ja. Ist echt kalt. Zieh dir was an, Mädchen. Voll schön, guck dir mal die Aussicht an. Das ist richtig toll. Wow. Ich finde so, in Kanada zu reisen macht richtig Spaß, weil irgendwie jeder Stellplatz voll schön ist. Ja, total. Und so richtig schön einsam in der Natur, das ist so cool. Ja, der ist nicht ganz so einsam, aber wow, was eine Aussicht. Richtig cool, oder? Ja, wir haben jetzt kein frisches Obst oder Gemüse bekommen, deswegen gibt es zu Abendessen so ein Lassi. Also was mit Joghurt und gefrorenen Beeren. Die hatten jetzt ein bisschen Zeit, um nicht mehr gefroren zu sein, weil der Mixer schafft es, glaube ich, sonst nicht. Ja, das ist ein bisschen schwach. Einmal mit Mango und Heidelbeeren. Mal schauen. Und das haust du einfach in den Mixer und ja, dann ist lecker. Ja, das Blöde ist halt, wir haben nicht mal Bananen, um das richtig zu süßen, weißt du? Deswegen, ich weiß nicht, wie das schmecken wird, aber wir probieren es einfach mal aus. Ja. Haben ja sonst nichts. Einen Apfel haben wir noch, willst du einen Apfel reinwerfen? Ich habe echt noch nie so einen Walmart erlebt, gell? Der gar keine frischen Sachen hatte. Guck mal, die sehen voll gut aus.
Oh ja. Oh, bloß nicht ans weiße Shirt kommen. Boah, die sehen richtig gut aus, die Blaubeeren. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Bin gespannt, wenn es reicht. Ah, komm, wir machen ein bisschen Zimt rein, oder? Ich glaube, du musst mehr Joghurt reinmachen, ich oder? Ich mache noch ein bisschen Wasser rein, weißt du, um das ein bisschen aufzufrieren. Dass man es trinken kann, oder löffelt man das später? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen das ist ein bisschen viel. Geil. Hey. Passt zu meiner Hose. Das stimmt. Und ja. Geil, probier mal. Taugt was, ja? Ist jetzt deins, mega. Mhm. Sehr lecker. Echt lecker. Ja, ist jetzt, passt doch ohne Banane, oder? Ja, ist süßer als erwartet durch die Blaubeeren. Wahrscheinlich, ja. Auf eine gelungene Fahrt nach Alaska, ha? Ja. Oh, oh, das sieht gut aus. Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht. Mal schauen. Ist ordentlich aufgegangen. Ja, so richtig aufgegangen. Ja. Guck, ich habe den Sauerteig nicht, nicht auf dem Gewissen. Sieht noch gut aus, ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, ja. Oh, das sieht wirklich gut aus. Boah, das ist ein richtig großes Brot, hä? Huh? Ja, super. Sehr cool. Oh, das freut mich. Don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine. And I'll be yours forever. Wir hatten hier eine sehr gute Nacht, eine ruhige Nacht. Ich habe gut geschlafen. Hast du auch gut geschlafen? Mega gut geschlafen. Ja, da hinten steht noch ein anderer Camper, der ist gestern Abend spät gekommen. Aber bei uns gibt es jetzt erstmal Frühstück, und zwar Alinas frisch gebackenes Brot und dazu Frijoles. Frijoles, Bohnenpaste, die haben wir immer noch aus Mexiko. Guatemala. Aus Guatemala sogar noch. Da haben wir auf alle Fälle bestimmt 10 von den Packen mitgenommen, und die reichen bis jetzt noch. Und ich glaube, wir haben immer noch 2. Echt jetzt? Ja. Ja, ach, als bestes Frühstück. Wir haben gerade eine überragende Idee. Der Camper ist weg, der andere, der da gestanden hat. Und da hinten hat man so eine schöne Aussicht, deshalb frühstücken wir da. Was hältst du davon? Ja, wir tragen den Tisch einfach mit. Ja, würde ich auch sagen. Bevor wir heute die Gegend hier erkunden, kümmere ich mich noch um eine Sache. Und zwar um den Strahler hier. Der ist nicht da, weil er wieder kaputt ist. Wir haben nämlich auf der Reise schon 2 Strahler hier reingebaut. Einen in Paraguay, einen in El Salvador. Aber in den Ländern haben wir einfach keine guten Sachen bekommen. Deshalb waren die nach 3 Monaten auch schon wieder kaputt. Sehr ärgerlich. Aber ein Tipp meinerseits, kauft euch da keinen Billigscheiß. Die halten nicht lange und ihr habt echt mehr Ärger als sonst was. Wir haben dazugelernt und haben uns hier einen richtig coolen Strahler jetzt organisiert. Den hat Alina aus Deutschland mitgebracht. Der ist von Osram. Und Osram ist da wirklich eine Marke, der ich vertraue. VX500 SP heißt das Modell. Und ich finde es richtig schick in dem schwarzen Design. Der passt auch genau hier vorne rein. Ja, okay, die Halter muss ich ein bisschen abändern. Die haben auch eigene Halter dabei. Die nehme ich. Also, Kabel liegen ja schon, deshalb ist die Arbeit überschaubar. Aber die Halter muss ich neu machen, deshalb ist schon ein bisschen Arbeit. No, just feeling good here. Yeah. Ich habe gedacht, du machst mir den Strahler rein. Ja, ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Wow, das alles nur für einen Strahler, wow. Ja.
Alina hat mir auch einen Dremel mitgebracht, das macht vieles ein bisschen einfacher. Als wir hier gestern angekommen sind, haben wir das Fenster so ein bisschen runtergemacht und da kam uns auch schon so Luft entgegen, die sehr stark nach Rauch gerochen hat. Das fand ich schon krass. Und da muss man hier ein bisschen aufpassen, weil hier in der Nähe ist zum Beispiel auch ein neues Feuer aufgekommen und man muss echt schauen, wie man die Strecke wählt, weil nämlich auch viele Bereiche evakuiert sind und man kann auch viele Straßen nicht mehr passieren. Und was ich total krass finde, wir waren ja vor über einem Monat im Jasper Nationalpark und der ist jetzt momentan komplett geschlossen, weil da die Wildfires einfach momentan so schlimm sind. Wir waren in Jasper mit Martin und Katharina unterwegs, haben das mal in einem Video gezeigt, wie wir da im Jasper Nationalpark waren. Und Katharina hat es ganz schlimm getroffen. Sie hat ja gearbeitet im Jasper Nationalpark, jetzt nicht mehr. Ist momentan auch gar nicht möglich, weil große Teile des Jasper Nationalparks abgefackelt sind und unter anderem hat es auch die Stadt Jasper getroffen. Es heißt, 50% der Stadt sind abgebrannt und auch die Unterkunft von der Katharina. Die Evakuierung der Unterkunft ging einfach so schnell, dass die Katharina gar nichts mitnehmen konnte und all ihre Sachen sind abgebrannt. Und das Schlimme dabei, es ist nur ein Schicksal von vielen im Jasper. Das ist richtig krass. Katrin und Stefan aus Vancouver haben uns extrem geholfen dabei, Sachen zu organisieren für die Katharina und das hat richtig gut geklappt. Liebe Grüße gehen raus an die beiden. Und wir haben tatsächlich hier eine Tüte zusammenbekommen mit ganz vielen tollen Sachen und wir sehen die Katharina ja in Alaska wieder und hoffen, dass sie die Sachen sehr gut gebrauchen kann. Wow. Und so sieht's aus. Cool, das sieht richtig schön aus. Komm, probieren wir es mal aus. Mach mal an. Wow. Immer weiter runter. Das sieht richtig cool aus. Wow. Noch weiter runter. Da siehst du erst, wie hell das ist. Oh ja. Was ist denn die Reichweite davon? 400 Meter soll es schaffen. 415, glaube ich, maximal. Ich bin so gespannt. Lass heute Abend ausprobieren. Ja, voll. Gespannt. Ja, der sieht doch cool aus, oder? Oh, der sieht richtig cool aus. Wow. Voll cool. Ja, und es heißt ja, das habe ich selber mal nachgelesen, dass der wasserdicht sein soll, weil das war das Problem bei den alten Strahlern, warum die kaputt gegangen sind. Ja, eigentlich müssen die alle wasserdicht sein. Die alten hatten nur echt eine schlechte Qualität. Ja. Und der hier wirkt richtig hochwertig. Ich glaube, dass wir lange mit dem Spaß haben werden. Ich bin gespannt. Aber ich glaube auch, sieht auf jeden Fall top aus. Wir haben eine neue Drohne. Mhm. Hat ich hoffe, dass du mit der mehr Glück hast als mit den beiden alten. Hat man ja gerade in den Aufnahmen gesehen, gell? Aber es hat so lange gedauert, gell? Ja, wir haben jetzt nach Vancouver geschickt bekommen. Das Bearspray sollten wir auch mitnehmen. Oh ja. Ja, passt perfekt. Alina, wo geht's lang? Da lang. Ja? Da sind noch Toiletten, hast du das gesehen? Ja, hab schon eingeweiht. Wenn in Kanada ist auch total easy. Also man hält einfach in einem richtig schönen Spot in der Natur, kann da übernachten, ist gar kein Thema. Ja, und meistens gibt es in der Gegend auch noch schöne Wanderwege. Genau, und das finde ich so cool. Man kann einfach mal sich mal ein bisschen bewegen in der Nähe vom Stellplatz und das ist voll nice. In the darkness when I'm stumbling and I don't. Drüber, da ist eine Aussichtsplattform und da ist was runtergesaust. Man sieht sich genau, was es ist, aber es sieht aus wie ein Auto. Wow. Ziemlich sicher ist das ein Auto. Meinst du es ein Auto? Ja. Hat jemand wahrscheinlich sein Auto entsorgt. Ich weiß es nicht, ob vielleicht auch einfach nur ein Unfall passiert ist, keine Ahnung. Wir sind ja mittlerweile auch schon seit 6 Wochen in Kanada, also auch schon ein paar Tage. Und alle Wanderwege, die wir gemacht haben, waren überragend. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Natur hier einfach so wunderschön ist. Wald, Berge, Seen. Oh ja.
Ja, stimmt, ja. Türkisfarbenes Wasser, das ist so schön einfach. Ja. Aber war doch eine schöne Wanderung. Auf jeden. Aber wir fahren jetzt trotzdem weiter, oder? Ich habe auf dem Weg einen schönen Stellplatz gefunden mit Eioberländer mit einem See. Boah, cool. My wristwatch is broken. My shoes are untied. Time is a ticking, and so is the tide. But I am not worrying. Things are what they are. Come rain or come shine or a shooting star. Das ist schon da. Ja, vor allem ist es jetzt nicht super ausgeschildert, deswegen ich hoffe, dass wir es gleich finden. I've been to the south, been to the north, east and the west, the middle, of course. I may have been astray, but I never been lost, never been beat by the road I've crossed. I guess I've been lucky to some degree, for someone who ate all the fruit from the tree. The stars been aligned and my goose hanging high. I'll be okay in the sweet by and by. Hier soll der Stellplatz laut Eioberländer sein. Die Gegend ist auch wunderschön mit dem See da, aber so viel Müll. Ja, das ist doch eine Frechheit. Da ist ein Sitz da hinten. Ja. Und auch eine Feuerstelle. Und ich höre gerade Stimmen von da vorne. Ja, da vorne sind auch welche. Ja. Aber da kommen wir eh nicht runter, Alina. Ich glaube, das hier ist der einzige Platz, der möglich ist. Gucken wir nochmal da vorne. Da war doch auch noch einiges. Ja. Aber die Gegend ist schon ein Traum. Auf jeden Fall mega schön, überall im Wald, der See sieht wunderschön aus. Ja. Aber es ist halt nur schade, dass die Leute einfach hier im Müll hier hinterlassen. Ja, das sieht schon schwierig aus hier, der Boden. Ja, da. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ja. Mit der Bodenfreiheit, ja. Ja. Ein bisschen locker der Boden, deswegen. Das könnten wir schon schaffen. Oh, der ist hier ja richtig der schön. Sieht richtig schön aus, der Platz hier, oder? Ja. Wow. Oh, der ist ja ein Traum, der Platz. Ja, guck mal hier. Vielleicht noch Solar. Ah, so richtig viel Solar werden wir nicht kriegen. Vielleicht ein bisschen Starlink könnte man schaffen. Wir können es zumindest mal ausprobieren. Machen wir das, oder? Boah, das ist echt mit Seeblick. Ich denke, das sieht gut aus, Timo. Vielleicht noch ein Stück nach vorne. Noch ein Stück. Ja. Passt. Oh. Hier, ne? Meinst du, das ist der Weg? Nein, ich nicht, nein. Wir probieren es mal aus. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Ja. Das ist eigentlich hier wahrscheinlich so ein kleiner Bach, oder? Ja. Wenn Schneeschmelze ist. Das ist ein schöner See. Oh wow. Oh, guck mal da, da geht es direkt runter. Ich glaube, da wäre es einfacher gewesen. Ja, weißt du was? Da vorne haben wir vorhin ins Auto geparkt. Oh, okay. Da hat jemand Bock, baden zu gehen. Das war jetzt echt mal eine willkommene Abkühlung in diesem wunderschönen See hier, finde ich. Ich glaube, für mich das erste Mal in einem kanadischen See, oder? Ich glaube schon. Ja, ich war schon mal ohne dich, als du in Deutschland warst. Ja.
Aber für uns geht es jetzt weiter nach Alaska. Ja. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet. Ich hoffe auf alle Fälle, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert sehr gerne unseren Kanal. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.